Ich grüße dich zu meinem kleinen eigenen ähm, digitalen Adventskalender und das ist ja heute das erste Türchen, weil heute ist der 1. Dezember und da möchte ich dich gleich direkt einmal mit reinnehmen und dir einmal zeigen, was es dort letzten Endes für eine Kleinigkeit gibt, weil ich habe euch ja versprochen, ich versuche jeden Tag euch eine kleine Aktion oder vielleicht ähm, eine Vorlage oder dergleichen zur Verfügung zu stellen als... Also für alle diejenigen, die an dem Adventskalender mit teilnehmen. So, und hier in diesem Video will ich dir ganz kurz zeigen, was denn heute im ersten Türchen drin ist, was du da für dich mitnehmen kannst und wie du ja, das für dich vielleicht einsetzen kannst. Okay? Das heißt, heute im ersten Türchen befinden sich sieben kleine Schwarz-Weiß-Looks. Schwarz-Weiß-Looks, die du als Aktion einfach in deine Bilder mit einbinden kannst. Das ist eine kleine Sache, aber wenn du diese Aktion runtergeladen hast, kannst du letzten Endes hier einfach auf Start drücken und du siehst, dein Bild wird in schwarz-weiß konvertiert. Es ist ein kleiner Look, aber er ist komplett aufgebaut mit verschiedenen Ebenen. Das heißt, du kannst selbst jetzt in diese Thematik hier noch reingehen, kannst die Vignettierung verändern, du kannst die Kontraste verändern, kannst das noch weiter abdunkeln und so weiter und so weiter. Das heißt, die Looks sind tatsächlich sehr, sehr dynamisch aufgebaut und du kannst zu jeder Zeit dort mit eingreifen. Ja, wenn du Teilnehmer vom Adventskalender bist, dann findest du in der E-Mail, die ich dir gesendet habe, den Download-Link direkt zu den Aktionen. Okay? Rigflix-Teilnehmer im Übrigen ähm, haben die Möglichkeit, in der Download-Bibliothek komplett auf alle Inhalte vom Adventskalender dann auch zugreifen zu können. Okay? Das vielleicht mal kurz noch am Rande erwähnt. Also, gehen wir noch gemeinsam mal durch. Den ersten Look haben wir gesehen. Den zweiten Look, wenn wir jetzt sehen, okay, der ist vielleicht ein bisschen zu doll für dieses Motiv funktioniert hier nur mäßig gut. Da könnten wir jetzt in die verschiedenen Einstellungen reingehen, und können zum Beispiel sehen, okay, das wird zum Beispiel von dieser Verlaufsumsetzung ähm, erzeugt. Da könnten wir dann beispielsweise entweder die Deckkraft rausnehmen oder wir können hier oben in die Parameter reingehen und können diese entsprechend verändern. Ja, also je nachdem, wo du mit deinem Effekt dann hin möchtest, ob das vielleicht auf deinem Bild ganz gut funktioniert oder nicht. Schauen wir mal weiter. Wir haben ja noch ein paar mehr Looks. Also der dritte beispielsweise. Das ist auch ein sehr schöner, kontrastreicher Schwarz-Weiß-Look. Der vierte ist ein sehr heller Look. Ja, das heißt, der hält dein Bild ziemlich gut auf. Und du hast hier schöne Highlights, die mit herausgearbeitet werden. Zumindest hier in meinem Beispiel. Du musst bei dir dann mal gucken, ob das dann genauso ist. Im fünften Beispiel sehen wir, wird es wieder ein bisschen kontrastreicher und ein bisschen, ein bisschen plastischer. Der sechste Look ist einer, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Also wir bekommen ein sehr, sehr düsteres Ergebnis. Ich persönlich mag das sehr, vor allem weil die weißen Highlights extremst herausstechen. Und ich mag diese Art von Schwarz-Weiß-Bildern ziemlich doll. Deswegen habe ich den Look hier mit reingenommen und den möchte ich dir gerne an dieser Stelle zur Verfügung stellen. Und der siebte ist halt auch wieder ein sehr, sehr kontrastreicher Look. Aber du siehst vielleicht auch schon im Ebenenaufbau, dass das alles unterschiedliche Methoden sind, weil letzten Endes wurde dieses Schwarz-Weiß-Bild über einen Duplex-Modus erzeugt. Also, sehr, sehr spannend. Und du hast natürlich die Möglichkeit, in jeder Aktion. Irgendwie noch eingreifen zu können. Das heißt, du hast alle Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, um diese Aktion zu erweitern, zu kürzen, von mir aus auch rauszuschmeißen, wenn du sagst, das ist ein Look, dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen und so weiter und so weiter. Okay? Also, Schau dir die Aktion an, schau dir gerne die Looks an und dann entscheide für dich, wie du das für dich einsetzen kannst, ob du es gebrauchen kannst oder nicht. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei und denk auch immer bitte daran, dass du jeden Look und das können wir uns vielleicht nochmal kurz angucken, dass du jeden Look und jede Möglichkeit in irgendeiner Art und Weise auch anders in deine Bilder implementieren kannst. Also selbst wenn du jetzt hier eine unfassbare. Kontraststeigerung in deinem schwarz-weiß Bild hast, kannst du ja sagen, okay, ich schalte einfach mal die schwarz-weiß Ebene aus und gucke mal, was ich jetzt für ein Ergebnis erzeugt habe. Weil diese schwarz-weiß Ebene ist letzten Endes oder dieser Effekt ist letzten Endes immer über eine Ebene gesteuert. Und somit kannst du das Ganze auch für dich als Farblook sehen. Also sei da gerne mal ein bisschen kreativ für dich an deiner Stelle und du kannst das Ganze ähm, dann. Schwarz-Weiß-mäßig auch aushebeln, dass du sagst, okay, ich habe oder möchte kein Schwarz-Weiß-Bild, sondern ich möchte ein Farbbild und gucke mal, was für ein Look sich dahinter verbirgt. Ja, also immer mal so ein bisschen um die Ecke denken und schauen, wenn Schwarz-Weiß mir nicht zusagt, was kann ich denn sonst daraus wählen? Ja, und entweder deaktivierst du die Schwarz-Weiß-Ebene oder du sagst, du möchtest tatsächlich nur die Luminanzen haben. Selbst dann hast du wieder einen komplett anderen Look und schau mal, das ist doch. Ein schöner bräunlicher Look, den du auch so relativ schnell über deine Bilder ziehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wir hören und sehen uns morgen früh wieder. Und ich wünsche dir, ja je nachdem, wann du dieses Video schaust, wenn du es gleich schaust, wenn <laughs> es online gegangen ist, wünsche ich dir einen wundervollen Start in den Tag und äh, bis morgen.